Jetzt sollten Sie sich vielleicht auch mal Bälle schon mal geschnappt haben, denn Mr. Markus wird mir jetzt vielleicht mal das Jonglieren beibringen. Absolut. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber gib mir mal Bälle. Bälle? Ich gebe dir mal erstmal einen Ball, bitte. Wir fangen nur ganz klein an. Die fallen sie aus der Hand und mir traut da nichts zu. Okay, so, nein, wir machen wahrscheinlich jetzt hast du recht. Die erste Vorübung, einfach von links nach rechts werfen. Eins, hopp. Genau, wunderbar. Sehr gut machst du das. Naja, ich Kopf bin höher, auch ein bisschen... Wunderbar. Bisschen, die Arme schön locker runter. Ich bin ja auch im Ballfieber. Ah, ich wollte eigentlich meine Fußbälle jonglieren hier, aber die Decke ist so niedrig, leider. Ja. So, das geht ja schon ganz gut. Ich hoffe, dass die Jungs heute Abend den Ball gut jonglieren. Ich denke schon. Wunderbar. Was ist ein Tipp? Liebe Andrea, das machst du jetzt sehr gut. Tipp als Österreicher? Ein Tipp? Der Deutsche natürlich. Ich bin ja eigentlich Deutscher. Ja. Ich wohne nur in Österreich. In München geboren, in Amerika groß geworden und jetzt wohnt er in Österreich. Ist genau, auch umgekommen in der Welt. So, jetzt nehmen wir den Ball in einer Hand und jetzt gehen wir einfach so, machen eine liegende Acht. Das ist einfach, um die Gehirnhälften zu aktivieren. Ich wollte gerade sagen, was hat das denn mit Jonglieren zu tun? Gehirnhälften aktivieren. Ah, okay. Das mache ich immer noch, bevor ich trainiere, jedes Mal. Mhm. Und dann größer werden. Und man kann auch in die Knie gehen. Das ist ja wirklich anstrengend. Ja, genau. Ein bisschen fit. Ja, ja. Nein, aber es ist ja wirklich dann für jedermann irgendwas, was ich vorhin gesagt habe, spielerisch fit werden. Und das Jonglieren ist nicht einfach nur dazustehen, sondern wirklich auch Körper, Geist und Kraft zu koordinieren. Kraft weniger, aber Ausdauer. Ich wollte drei Dinge sagen, aber Ausdauer ist mir nicht eingefallen. Okay. Und Freude. Haben wir das Freude? Freude haben wir. Freude, okay. Gut. Und dann, wenn wir diese liegen, dann fangen wir an, den Ball leicht zu werfen. Okay, immer so ein bisschen... Ja, genau. Und probieren, ganz leise zu fangen. Die Profi-Jongleure, da hört man nie den Ball. Das ist immer ganz leise. Ja, ganz leise. Probieren, den Ball so nachzugehen. Könnt ihr meinen Ton mal runterziehen? Dann ist das bei mir auch ganz leise. Okay. Wunderbar, also, dann geht's gleich weiter. Dann geht's aber gleich zu zwei. Das macht echt Spaß. Also das macht wirklich schon Spaß. Okay. Das ist ganz lustig. Ich mache mal die nächste Dose auf. Dann geht's mit zwei Bälle. So, und wir werfen jetzt einmal zuschauen. Eins, zwei. Ja. So, und von jetzt links kriegen nach Sie gleich mit, wie grobmotorik ich dann doch bin. Das jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du noch mal vormachen? Wir haben ein bisschen die Gehirnhälften aktiviert. Meine sind noch nicht aktiviert, das merke ich gerade. Und eins, zwei. Eins, zwei, nee. Okay. Ich habe es ja nur rüber... Eins, zwei, ist okay. Nochmal. Eins, zwei. Oh, jawohl, du hast es geschmissen. Sehr gut, das ist super. Eins, wusste nicht mehr, in welche Richtung. Kinder, ich bin total überfordert zählen, gerade. Laut zu zählen. Eins und zwei. Eins und zwei. Am besten gleich zwei Sets kaufen, dann hat man genügend Bälle. Ja, am besten. Ich brauche fünf, damit die hier überall gestapelt werden. Eins und ich sollte es nie zwei. Mit rohen Eiern probieren. Das sieht so einfach bei dir aus und wahrscheinlich für viele andere... Auf meiner DVD habe ich einen Haufen anderen Übungen, die man auch zu zweit machen kann. Komm her, hake dich mal ein. Ich bin jetzt quasi... Meine andere Hand. Ich bin jetzt die rechte Hälfte, du bist jetzt die linke Hälfte. Fang du mal an. Eins und zwei. Super. Und eins und zwei. Sehr gut. Und das hilft mir. Jetzt fange ich mal an. Kann ich dich mit nach Hause nehmen? Achso, du jetzt fängst an. Jetzt fange ich an. Und eins und zwei. Super. Kein Problem, André. Warte. Ich habe genügend hier. Wir machen es nochmal. Ich fange nochmal an. Und eins und zwei. Nee, komm, lass uns nochmal hinsetzen. Lass uns nochmal ganz kurz hinsetzen. Ich finde dich wunderbar. Bei mir liegt es aber auch daran, dass ich natürlich wahnsinnig gut das könnte, aber natürlich wahnsinnig aufgeregt und konzentriert natürlich auch bin auf die Sendung heute, damit mir noch die richtigen Fragen einfallen. Man ist hier nie für eine Ausrede oder um eine Ausrede verlegen. Nein, aber was ganz wichtig ist, ist, dass man es wirklich lernen kann. Du hast gesagt, jeder kann es lernen. Jeder kann's. Manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit wie bei mir, aber es fördert meinen Denkprozess dann irgendwann mal und es hält wahrscheinlich auch, dass wirklich meine grauen Zellen ein bisschen frischer bleiben. Ne? Der Herr Dr. Professor Gode von dem Bremener Institut, von der Universität in Bremen, hatte sogar wissenschaftlich herausgefunden, dass die grauen Substanzen wachsen und das Jonglieren auch vor Altersdemension, also Demenz und so weiter schützt und vorbeugend wirkt. Also es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen mit CTs, mit den ganzen Tests und alles, dass es wirklich ein tolles Ding ist. Mhm. Normalerweise dauert es ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis ich Leuten zeigen kann, wie man, aber es gibt einfach ungefähr 10 bis 15 Vorübungen und dann kann man eine Partnerjonglage machen. Ich habe auch einen ganz tollen Trick entwickelt, ist auch auf der DVD drauf, verrate ich euch einfach ganz klar, ein Brett schräg an die Wand und dann die Bälle an dem schrägen Brett zu jonglieren. Dann fliegen die Bälle viel langsamer und man kriegt erst mal dieses links und rechts, weil diesen Trick, was du auch gemacht hast, ist sehr normal. Machen ganz viele Leute. Mhm. Und mit diesem Brett, da kann man das wirklich sehen und es ist zweidimensional, nicht mehr dreidimensional. Und dann geht es erstmal ins Gehirn rein. Und dann
macht man das Brett steiler und steiler, bis man es dann wegtut. Learning by doing, glaube ich, das ist das Motto. Und man kann vor allem mit dir lernen, indem man sich auf der einen Seite, für alle die, die kein Glück im Spiel haben, die können aber bei Amazon zum Beispiel sich das Jonglier-Set bestellen. Die Idee kommt von meiner Frau. Entschuldigung, wenn ich nur das sagen darf. Weil meine Frau hat gesagt, sie sucht immer Geschenke für die Kinder zum Mitbringen. Und das darf nicht zu teuer sein. Also 20 Euro ist immer noch ein Rahmen, in dem sie sich bewegt, wo man sagen kann, ja, das kann man tolle ausgeben Idee für jeden Kindergeburtstag oder sonst irgendwas. Und wenn die Kleinen schon anfangen, dann bleiben sie in Übung.